Wie naiv muss man sein, um alles in Wikipedia zu glauben? Naja, alles NPC glaubt man eh einiges. Und genau deshalb gehen wir mal auf den Non-Fungible Token Artikel ein. Und zwar beim Punkt Kritik: Langfristige Speicherung der digitalen Objekte wird behauptet, dass die NFTs nur über IPFS funktionieren. Mit Kladderadatsch irgendwie einem, um das vielleicht besser zu beschreiben, ihr kennt es ja, den Witz: ich kann jedes NFT mit rechten Maustaste auf meinem Computer speichern. Da lachen die NPCs. Das Ding aber ist, dass ein NFT ein Smart Contract ist. Das bedeutet, es ist ein Stückchen Software, um genau zu sagen, auf den EVM-Chains plus minus 170 Kilobyte groß. Und mit damit lässt sich sowas machen. Das ist auch ein NFT, aber voll interaktiv, und das lässt sich auch nicht alles Bild speichern. Warum, weshalb, wieso? Die Grafiken des gezeigten NFTs sind alles Code, alles Grafik, Interpretationsbeschreibung innerhalb des Smart Constructs gespeichert. Und der Browser, also dein Anzeige, dein Medium-Anzeigegerät, generiert daraus Bilder. So, prozedurale Grafikgenerierung. Und genau hier draus entsteht für mich die wichtigste Frage: Wie valide und zuverlässig ist Wikipedia? Ich meine, ich habe jetzt gerade hier in den letzten anderthalb Minuten nachgewiesen, dass das, was da steht, nicht stimmt. Und dass Informationen zu einer Technologie vorenthalten werden. Und im englischen Artikel zu NFTs steht die Kritik nicht drin. Da wird sich sogar mehr mit der Technik beschäftigt. Was lernen wir daraus? Wikipedia ist gleich nicht Wikipedia. Und Wikipedia an sich lebt immer von den Administratoren des jeweiligen Landes bzw. der jeweiligen Sprache, auf der die Artikel verfasst werden. Und genau da drin liegt der Hamster begraben. Ja? Das Übel, das Stinken in dem Garten. Warum, weshalb, wieso? Diese Administratoren, die Inhalte überprüfen, entscheiden nach ihrer Fasson, entscheiden nach ihrer politischen Geisteshaltung, nach ihrer Weltsicht, was reinkommt und was nicht reinkommt. Und das erinnert mich sehr stark an Agitation. Bewusste Meinungsmache mit Halbwahrheiten. Nicht Unwahrheiten, aber Halbwahrheiten. Man sagt nur das, was man gesagt haben möchte. Und das diskreditiert für mich Wikipedia, weil ich meine, ich kenne mich mit diesem ganzen Krypto-Gedöns aus und mache das schon eine Weile und entwickle auch Projekte und laber-palaber. Ne? Aber wie ist denn das eigentlich mit den anderen Artikeln? Das ist das, was mich zum Nachdenken bringt. Und wenn ich mir sehe, welche Macht Wikipedia schlussendlich auf unsere NPC-Influencer hat, wie zum Beispiel Gronkh oder wie hieß der andere noch? Klängern. Teilweise Wikipedia-Wissen dazu nutzen, um ihre Inhalte zu erstellen und damit Tausende und Millionen Menschen erreichen. Auf Basis, jetzt halte ich mal fest, eines Wikipedia-Artikels, auf Basis einer Entscheidung von einem Wiki-Administrator. Versteht ihr die Kaskade, diese Umfuchs, der da stattfindet? Eine Person, ein Administrator auf Wikipedia lässt es zu, dass Falschinformationen über eine Technik sich in Wikipedia verfestigen. Und genau daraus fangen andere Leute, Influencer, ihre Meinung, ihr Wissen zu bilden. Und wenn das jetzt hier Technik ist, ist es eine Sache. Wenn das Politik ist, ist es eine andere Sache. Was mir aber relativ egal ist, die ganze Politik. Mich stört es eher, dass der Bereich, in dem ich tätig bin, in der Bereich, in dem es mir macht, sich zu bewegen, habe ich Spaß zu haben, einfach nur Lügen verbreitet werden, Unwissen verbreitet wird.
Und das hemmt uns als Gesellschaft, also dich, mich und die Menschen drumherum hier in den sozialen Medien, sich ernsthaft mit einer Technologie auseinanderzusetzen. Um daraus sich und die Technologie zu entwickeln. Um das vielleicht einfacher zu sagen, das ist so, als ob man wie in den 90ern gesagt hat, ja, Internet ist ja eh eine Modeerscheinung. Und nur weil das ein paar Administratoren auf Wikipedia über Krypto denken, setzen sie ihre Geisteshaltung, ihre Einstellung zu dieser Technologie so durch. Das ist gefährlich. Das ist Bullshit. Das ist Mist. Und es obliegt an uns, das zu ändern. Wir müssen das in die Hand nehmen, über das zu schreiben, wo wir uns auskennen. In den Streit mit diesen Administratoren zu gehen. Boah. Kommentar zum Kommentar. Ich habe jetzt mir mein Video noch einmal angeguckt, abgesehen von den 300.000 Versprechern, die ich hatte, ist in mir Wut entstanden. Jetzt im Nachhinein ist in mir Wut entstanden, aber nicht diese Wut, die ich immer sonst habe, sondern eine Wut, die mich hilflos fühlen lässt. Das ist einfach nur eine abgefuckte Scheiße, ob du jemand nachholt. Dann schütte so Huita, ha? Irgendein verfickter Schwanzlutscher auf Wikipedia. Fuck, Mann! Ist der Meinung, ja, so ist es. Und drückt sein ganzes, sein Weltbild auf die Gesellschaft ab. Ich will gar nicht wissen, was in den anderen Artikeln alles an Scheiße passiert. Wo die Menschen, wo die Schüler, Studenten und wer weiß hier mit irgendwelchen Pseudoquellen arbeiten. Nur um die Interessen eines Einzelnen und einer Hand weniger Menschen weiter in die Welt zu tragen. Блядь, это же охуеть можно, а? Klar, das, was ich mache mit diesem ganzen Krypto-Geschiss und alles drumherum, ist ja auch nicht alles koscher. Aber nicht umsonst sage ich ja immer, do your own research, mach deine eigene Recherche. Dass aber hier, in solchen Internetinstanzen wie Wikipedia, wir einfach knallhart verarscht werden, ist schon sehr ernüchternd. Es ist einfach ernüchternd. Und welche Krebsgeschwür, welches geistiges Krebsgeschwür sich da draus entwickelt, dass junge Menschen eine Technologie verteufeln, dass Unternehmen es nicht wagen, einen Schritt in die neue Technologie zu gehen, aufgrund solchen Unwissens, weil sie die Gefahr laufen, einen wirtschaftlichen Misserfolg zu erleben, aufgrund einer Falschinformation. Und sich wir uns dann fragen in 5 oder in 10 Jahren, oh, wie konnten wir denn diese Technologie verschlafen? Genauso wie wir alles verschlafen haben. Woher kommt Google? Nicht aus Deutschland. Amazon. Kennt ihr eigentlich noch Otto-Katalog? Otto-Katalog, ja, Otto gibt's Quelle. Die hätten auch gutes Potenzial gehabt, sowas wie Amazon zu werden. Sind sie aber nicht geworden. Hey, wir müssen schon Bücher und Sachen im Internet bestellen. Halt's Maul, friss deine Insolvenz. TikTok, Facebook, Wikipedia selbst. Es sind die Menschen, die es wagen, die Technologie für sich einzunehmen, sie zu begreifen und sie zu entwickeln. Führend. Und nicht diese ganzen Holzpfotten Lutscher, die sich aus ihrer pessimistischen Versagerhaltung hinsetzen und sagen, oh, ist doch eh alles Mist, doch eh alles Scheiße, das hat doch eh keinen Zweck, sich damit zu beschäftigen, ist doch eh alles Lug und Trug. Aber Hauptsache, sich irgendwelchen Merch-Sachen von irgendwelchen beschissenen 0815 NPCs kaufen. Da ist die Wut. Es ist die Wut. In diesem Sinne, let's fucking go. Bleib gesund. Давай, пока.